Damen und Herren, was geht ab? Ich hoffe, euch allen da draußen geht es gut. Mir geht es auch gut. Wir befinden uns heute wieder in Kuschadosse. Es kam jetzt lange wieder kein Video mehr. Ihr wisst Bescheid, bevor das Video anfängt. Oh yeah, man. Yeah. Bevor das Video anfängt, müssen wir ein Parfüm aufhängen, Digga. Ich hatte jetzt 2 Tage kein Parfüm im Auto. Hat einfach nach Hund gerochen, Alter. Einfach nach Hund, einfach nach Guana. Wir befinden uns heute in Kuschadosse. Einmal auf ganz süß, ein Duftanhänger, Classic. Wir fahren jetzt erstmal zu Yalçınabe, zum deutschen Mechaniker in der Türkei, der aus der Nähe von mir kommt. Einfach nur Jackpot, Digga. Wisst ihr, warum ich mir den Ort Kuşadası ausgewählt habe? Weil meine Textilproduktion von Tüchern genau ungefähr 3 Stunden entfernt ist und meine Klamottenproduktion auch ungefähr 2 Stunden entfernt ist. Plus hier habe ich Sanayi, das heißt, ich habe einen Lackierer, der ist in Ordnung, der ist gut und günstig, hab mehr, meine Familie kann immer kommen. Ich bin hier schon seitdem ich klein bin. Deshalb ist dieser Ort ganz gut für mich. Jetzt geht's wieder los. Sobald ich in Deutschland bin, werde ich mit dem BWD-Einnahmen mir einfach ein dickes Auto holen. Jetzt werden wir zu Yalçınabe fahren, zum deutschen Mechaniker hier in Kuşadası. Er kann Deutsch, das ist schon mal ein riesen Pluspunkt für mich, weil ich meistens nicht mal verstehe, wie diese Fachbegriffe auf Türkisch heißen, weil ich nicht mal weiß, wie die auf Deutsch heißen. Werden wir jetzt einfach zu dem Abi fahren. Mein Problem ist einfach, ich habe ein riesen Loch im Auspuff. Letztens habe ich einen Unfall gemacht, also das ist ein Unfall, es war so ein richtig großer Stein vor mir und vor mir war auch ein LKW. Wegen dem LKW war alles voll mit Staub in so einer Seitenstraße, sage ich jetzt mal. Alter, dann fahre ich auch dem LKW hinterher, auf einmal war da so ein Stein, Alter, der ist dann voll in meinem Flexor zwischen die Lambda-Sonde und so drauf. Jetzt ist das voll beschädigt, gebt euch mal den Zaun, weil hier, genau hier kann man ihn am besten hören. Und er geht viel schlechter. Er geht viel schlechter. Und das ist das, was mich so ein bisschen aufgeregt hat. Da habe ich gesagt, hey, Yalçınabe, ich bin letztens gegen einen Stein gefahren. Kannst du mir das klären? Er meinte, ja, komm vorbei, lass mir dein Auto da und den Rest klären wir dann ab. Das machen wir dann und so weiter. Ich würde erstmal sagen, ich nehme euch mit, meine Damen und Herren. Sound ist so Katastrophe, es hört sich einfach an, als wäre es eine Kettensäge, Bruder. Und ja, ich liebe dieses Auto. Ich liebe dieses Auto, weil es hat viel Platz, es verbraucht nicht so viel. Okay, wegen der Lambda-Sonne jetzt vielleicht 1-2 Liter mehr als sonst, aber ich mag das Auto voll. Ich schwöre, es erfüllt meine Daily-Zwecke. Es erfüllt meine Daily-Zwecke. Ich bin jetzt einmal wieder bei Yalçınabe. Wir haben wieder ein Problem, dass mein Flexrohr oder irgendwas undicht ist wegen dem einen Stein. Yalçınabe hat aktuell kein Schweißgerät da und vielleicht müssen wir dann mein Auto abgeben. Drüben bei Sanayi und auf das habe ich eigentlich selber gar keinen Bock. Ihr wisst, was ich von Sanayi halte, Digga. Vielleicht schaut auf Kennzeichen, macht direkt dreifache Preis, Mann. Ja, nein, nicht bei dir, oder? Ich fühle mich in dieser Werkstatt einfach so wohl, Alter, als wäre es mein eigener. Also, weil ich schon ein Deutscher ist, ich fühle mich richtig gut, Alter. Bis die nächsten 5 Jahre hier. Ja. Alles echt Minimum. Geil, Mann. Minimum. Aber nach den 5 Jahren baue ich mir wahrscheinlich selber eine Werkstatt. Mir jetzt ist es soweit. Ey, der ist nicht am Flexraum nicht. Muss man laufen lassen. Ja. Kannst du dich reinsetzen? Ja, mach. Alter, das sind wieder so Sachen, ne? Wow. Dort hätten die wieder bestimmt irgendwas anderes gemacht. Gut, dass man sich nochmal Yalçınabe angesehen hat. Freunde, ich habe mich jetzt einmal ins Auto gesetzt. Und? Da fehlen Schrauben. Da fehlen Schrauben? Ja. Laber nicht. Da fehlt die Dichtung und die Schraube fehlt. Interessant. Also wenn es wirklich nur daran lag, bin ich echt glücklich. Was hätten jetzt die anderen in der Türkei gesagt? Boah, das kaputt, da haben wir noch ein Bu. Alter, das wären wieder richtig unnötige Kosten. Yalçınabe ist einfach der Beste. Er ist einfach die Number One hier. Gott sei Dank muss ich doch hier rüber zu Sanayi. Was kommt von hier raus? Und da fehlt jetzt die Dichtung? Ja, die Dichtung ist am Arsch. Ich weiß nicht, was ich da mache. Freunde, da fehlen einfach 3 Schrauben. Warum und weshalb der Grund ist, dass er so laut ist und sich anhört wie eine Kettensäge. Wo hast du gelernt gehabt? Deutschland, bei Mercedes. Bei Mercedes. Welcher AMG ist der beste AMG für dich? TLS finde ich geil. Den alten. Ja, 5,5 Liter. Nein, den 6,3. Ich habe ja den C63 gehabt, den ersten. 204. Ich auch, Mann. 63 aber. 63, 6,3 Liter, ja, natürlich, Mann. Gehabt. Hast du den auch gehabt, oder was? Ja. Ich habe den sogar gehabt, bevor der auf dem Markt war, weil ich ja bei Mercedes war. Vorfestlich. So ein geiles Auto, ja. Gell? 1.000 Euro monatlich Leasinggebühren. Und dann nochmal 1.500 den Sprit gebraucht. Ach, schon 1.500, gell? Ja, hätte ja zu viel Sprit verbraucht. 28 Liter und so, gell, ja, die ganze Zeit. Hinterreifen, jeden Monat 2 Reifen. Ja. Alter, bei mir war es in der Saison 3, 2 Mal. Aber ich fahr schon ein bisschen weniger. Hey, was sagst du, wenn man so ein Auto hier in der Türkei hat?
Ich war immer mit dem hier. Mit AMG? Mit W204, ja Mann. Es war echt krass. Er hat immer MKL angezeigt. Weißt du warum? Wegen dem Benzin hier, glaube ich. Das kann auch sein. Weil der braucht ja diese Hochoktan. Ja, so 198 und so genau. Was. Die gibt es ja nicht. Ja, Mann. Schnell, wir machen einfach mal Dichtungsmasse drauf. Wenn es halt dann noch kommt die Woche oder so, wenn wir es dann bestellen, dann machen wir das gleich fertig. Aquana! Ja, hi! Ja, du legst einfach auf den dreckigen Boden. Das kann ich einfach so raushauen, gell? Normal schon. Freunde, die Schrauben sind zu alt geworden, Alter. Ist jetzt etwas dichter, aber da die eine Schraube schon mal abgebrochen ist, haben wir das jetzt so gemacht. Er hat jetzt die Dichtung bestellt, die ist Dienstag oder so da. Bauen wir das schnell um, dann passt es. Hey, meine Handbremse leuchtet ja, gell? Da leuchtet wieder was, ja? Länger, die schon seit 2 Monaten leuchtet, die Handbremse. Die habe ich mal nach dem Bremsentausch damals noch. Also die Handbremse kann sein wegen Bremsflüssigkeit und so, haben wir schon mal überprüft, aber ich werde jetzt nochmal am Montag hierher kommen und dann werden wir das Ganze abchecken. Das Problem ist, hier sind gerade 16 Grad einfach. Legende, Mann. Einfach Barbecues mit Doppelnudel bei Tabuten, ja, es ist. Endlevel, Alter. Stellt euch vor, hier steht euer Auto und dann sind da so Palmen und so und hier ist einfach was. Wow, Schweitertag. Wir befinden uns jetzt im zweiten Tag. Ja, Guana, hast du Durst oder was? Ja, hey. Du lebst besser als ich. Sie chillt sonntig den ganzen Tag. Macht meinen Auspuff. Es ist schon dichter auf jeden Fall, aber die Dichtung und so ist jetzt angekommen. 2 Tage später, in 2 Tagen fahre ich auch wieder zurück nach Deutschland. Es ist jetzt eigentlich ganz gut, dass wir das machen können. Immer noch eine abgebrochene Schraube. Die geht immer noch nicht so einfach raus. Die andere hatten wir damals so rausbekommen gehabt, aber bei der dritten geht es leider nicht. Und solange die dritte noch da drinnen steckt, kann man keine neue Dichtung rein. Und schau, der Kamera geht drauf. Ah, dann schauen wir mal. Jetzt, gell? Oh. Ja, Mann, Alter. Tschau, das ist drauf. Ja, Mann, Alter. Shit. Ja, jetzt ist sie raus, Mann. Legenden, Mann. Das sind so Dinger, weißt du? Geht schon oder ist Alter? Ja, Mann. Und dann ist vorbei. Kommt da neue rein, also ja, Schnabel tut der neue rein. Dichtung rein, dann wieder zu und dann ist er wieder komplett dicht. Ja, Schnabel hat komplett rausgekommen, aber die Dichtung war endlich. Schauen wir, wie die ausschaut, Alter. Dichtung, die ich hier kaum oder gell? Neue Dichtung reingemacht. Da hängt die sogar das Blaue, was ihr da seht, ist die neue Dichtung. Ich bin jetzt echt gespannt, wie das wird, aber ich glaube schon, dass es geworden ist. Es war so unnötige. Ja, fein! Bleib. Guana, bleib. Ich sehe mit dieser Brille ganz anders so. Irgendwie sehe ich so, als würde ich ganz einen Berg hochlaufen auf 0,5 bei Kamera. Ja, das sind die Bremsbelägkabel. Bremsbelägkabel? Ja, das sind die Sensoren. Hat du nicht rangemacht? Die hat er einfach so abgeknipst. So ein Vollidiot, gell? Vollidiot. Der Türkei, gell? Wallah, Türkei. Zanay fickt mich immer noch, obwohl ich da nicht mal drin bin, die fickt mich einfach immer noch. Ich habe keinen Bock mehr da reinzulaufen, Freunde. Ich warte seit 2 Monaten nicht mehr. Es kommen einfach immer noch Fehler von Sanai raus. Es funktioniert wieder alles einwandfrei. Schaut, Kettensägen. Einfach Kettensägen-Sound ist wieder weg, Digga. Ich bin wieder richtig glücklich. Freunde, wie gesagt, checkt auf jeden Fall Carfume ab. Erster Link in der Videobeschreibung.